Hallo, mein Name ist Thomas Thomsen. Wir sind hier auf der Watt-Olympiade, einer karitativen Sportveranstaltung. Wattathleten treiben Sport im Elbschlick nachher und sammeln Spenden für karitative Zwecke. Über 600.000 Euro sind in 20 Jahren zusammengekommen. Neben mir steht Jörn Engler. Er macht ehrenamtlich Musik und zwar über die St. Jürgen Blues Band aus Norra Dithmarschen. Wir sind ja hier in Süderdithmarschen. Und Jörn Engler war Pastor, dann war er Propst, dann war er Vorstand im Diakonischen Werk. Also er weiß, was Leid für Menschen bedeutet, wenn sie krebskrank sind. Und jetzt ist mal meine Frage: Warst du schon los zur Darmkrebsvorsorge? Ja, ich war los von dem Moment an, wo es möglich war, wo die Kasse das gezahlt hat. Und seitdem bin ich regelmäßig dabei und freue mich, dass ich nur alle 5 Jahre muss. Ja, wunderbar. Was war denn das Schlimmste? Das Schlimmste, eigentlich sollte ich ja nicht sagen, dass das schlimm ist. Bisschen blöd ist tatsächlich das Einnehmen dieser Lösung, mit dem man den Darm dann spült. Hinterher ist man aber ungefähr 2,5 Kilo leichter. Das ist auch nicht schlecht. Allerdings nur kurzfristig. Und was ist das Schönste? Das Schönste ist der Moment, wo das Propofol beginnt zu wirken. Kleiner Moment, blauer Traum. Man schläft und hinterher ist alles gut. Und das Schöne ist, wenn du hast ja Polypen gehabt und Ja. musst öfter mal los, hast keine negativen Erinnerungen an das Ganze und du hast Darmkrebs vermieden für dich. Und nicht nur du freust dich, sondern bestimmt auch deine Familie. Ja, meine Familie. Und für mich ist das natürlich auch ganz ernsthaft ein sehr, sehr gutes Gefühl zu wissen, da ist nichts. Und die paar Polypen, die da waren, die hat man weggenommen und gut war. Wunderbar. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast Gerne. für das Interview. Viel Spaß heute bei eurem Konzert und natürlich viel Erfolg weiterhin. Wir freuen uns sehr drauf. Danke. Dankeschön.